Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Stream an diesem schönen Dienstagabend, Leute. Guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Bock auf MotoGP-Action. Ich weiß nicht warum, aber ey, zur letzten MotoGP-Spiele habe ich irgendwie so gereizt, dass ich weiter zocken will. Also nicht, weil die schlecht waren, aber einfach, weil ich nicht so der Motorrad-Guy bin. Aber irgendwie, muss ich sagen, habe ich Bock drauf. Deswegen, guten Tag erstmal. Guten Tag, Rambo, Taschliwak und Flemke. Danke euch dreien für die Resubs. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, auch wenn ich hier aktuell nicht so daily aktiv hier streame, wie es mir lieb wäre. Ich habe momentan, muss ich fairerweise sagen, einerseits zum Durchhängen, andererseits bin ich mich mit anderer Arbeit halt brutal am Beschäftigen und ist momentan komische Zeit bei mir wieder. Ist momentan wieder so ein bisschen, so weißt du, wie ich meine. Ich bin im Hintergrund super viel für Zero Five machen, was ja super cool ist und super viel Spaß macht, aber man die Ergebnisse halt erst später sieht, das dauert halt alles. Und bei YouTube und Co. habe ich momentan üblen Durchhänger, weil... wie drückt man es anders aus? Es ist ja diese wunderbare, wie jeder Creator ja gerne hat, Zahlenkrankheit, die einen so ein bisschen, kegelt. Weil momentan sowohl YouTube als auch Twitch nicht super, super, super geil laufen, sondern nur so okay. Es ist in Ordnung. Also, es ist, man kommt rum, aber ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt hier Sprünge machen könnte. Und irgendwie ist es deswegen ein bisschen weird anstrengend. Und aktuell bin ich halt auch so ein bisschen an dieser, also gewissermaßen Zahlenkrankheit, so irgendwie die Lösung am Suchen. Also ich bin gerade momentan am Überlegen, was an meinem Content gerade an den Inhalten davon abhält, sie zu schauen. Wisst ihr, was sich vielleicht geändert hat oder was ich ändern müsste, dass Leute wieder Bock drauf haben. Weil so sehr ich gerne nicht auf Zahlen achten würde, das wäre super cool, muss ich das leider, wenn ich das natürlich, wie ich jetzt in meinem Fall hauptberuflich mache, muss ich so ein bisschen auf Zahlen achten. Und ich habe mich in den letzten Monaten, oder die letzten Monate, wie auch März, auch schon ein bisschen immer erwischt, dass ich Streams angemacht habe, weil ich mir gesagt habe, okay, du musst die machen, um das finanziell auszugleichen, wo YouTube gerade ein bisschen Probleme macht. Also YouTube-Einnahmen schlechter, heißt mein Kopf war, okay, du musst Streams anmachen, weil irgendwie muss Geld reinkommen. Und wie ihr jetzt gesehen, die letzten ein, zwei Wochen habe ich jetzt nur dann gestreamt, wenn ich Bock habe. Heute zum Beispiel auch. Ich habe heute einfach Bock auf MotoGP, deswegen dachte ich, schmeiß mal einen Stream an. Und habe damit aber selber gemerkt, so klar, das ist ein vernünftiger Gedanke für die Selbstständigkeit, aber es ist ein beschissener Gedanke euch gegenüber. Weil die Streams dann leider nicht unbedingt gezwungen sind, ich habe trotzdem Spaß dran, aber die Intention, warum ich ihn anmache, ist die falsche, weil ich sie dann hauptsächlich nur anmache aus dem Gedanken so, du musst es machen, weil irgendwie musst du scheißig ausgleichen, das funktioniert sonst von hinten nicht und deswegen will ich Streams wieder so machen wie jetzt, wenn ich Bock habe zu zocken oder irgendwas Gamer, was ich Bock habe oder irgendwas ansteht, weil nächste Woche steht zum Beispiel Need for Speed Update schon an, dann haben wir ja F1 noch, wo ich richtig Bock drauf habe, weil eine Fahrerkarriere mit Michael Schumacher machen, da habe ich einfach richtig Bock drauf. Da wird es dann auch wieder mehr konstante Streams geben, weil ich auch einfach Inhalte habe, auf die ich einfach insane Bock habe. Aber ich will die Streams nicht aus den falschen Intentionen machen, dass ich sie nur wegen finanziellen anmache, was, wie gesagt, euch gegenüber unfair wäre. Natürlich ist mehr Streams natürlich legitimer für euch, weil wenn ihr jetzt hier wieder flauschige Panda, dankeschön, willkommen 51. Monat, ein Sub raus habt, wollt ihr natürlich auch eigentlich davon mehr haben, als Lukas Stream vielleicht dreimal im Monat und ich lasse hier 5 Euro da, oder 2,50, was auch immer. Ist natürlich legitim, dass das für euch dann so ein bisschen hin und her ist. Um euch das mal ganz kurz so auf den Punkt zu bringen, ich geh mal gerade kurz auf den YouTube-Kanal. Wir quatschen gerade kurz, bevor ich jetzt hier in den Stream reingehe. Momentan, muss man fairerweise sagen, läuft irgendwie der Kanal nicht so geil. Also für mich heißt, Kanal läuft oder Videos laufen ganz gut, wenn man so 8.000 bis 10.000 Klicks auf Video haben. Das ist so ein Minimum, wo ich mir sage, das ist fein, da kommt man ganz gut mit durch. Dann bin ich ganz zufrieden. Aber wie ihr seht, momentan, so BeamNG, ja, das hasselt sich immer noch ganz gut hoch. Und auch Forza Horizon 5 kickt auch hier und da mal ganz gut rein. Aber was ich sehr schade finde, dass zum Beispiel Need for Speed halt die Relevanz leider komplett verloren hat. Wobei jetzt erst die geilen Updates kommen, das nervt mich halt so, weil wir jetzt eigentlich erst den geilen Stuff haben. Jetzt kommt das Underground Update, das Hot Pursuit Update. Jetzt kommt eigentlich der geile Shit. Und jetzt muss man so ein bisschen die Motivation der Leute rumbekommen. Was mich super freut nebenbei, aber ist, dass solche Videos hier mit den Autos halt super cool ankommen. Das finde ich halt mega nice, da freut es mich natürlich gigantisch. Weil die Videos machen brutal Bock, da sind wir auch Videos am Hintergrund am machen, aber jetzt kommt so ein bisschen der Teufelskreis, den wir hier haben, dadurch, dass die restlichen Videos jetzt nicht abgehen wie brutal, kommt damit natürlich auch nicht so viel Geld rein, dass ich diese Videos, die super geil abgehen, auf die ich auch Bock habe,
öfters machen kann, weil das und die Videos hier, die kosten Geld und das leider nicht zu wenig. Autovideos sind leider echt ein ganz schön teures Unterfangen, weil du halt erstmal, du musst ja Inhalte haben. Wir haben jetzt bald wieder, wir sind gerade an Videos dran, aber die brauchen halt und ich will in meinem Video ein bisschen Progression machen. Ich will nicht im 10-Minuten-Video nur zeigen, wie ich einen Teil mit Folie beziehe und das war's mit dem Video, sondern ich will auch ein bisschen Inhalt haben. Problem ist halt, ich brauche in den Videos Zeit und Geld und das ist so eine Sache, die ja so ein bisschen reinkommt. Und wie gesagt, momentan bin ich deswegen so ein bisschen am Troublen. Ghost King, willkommen im zweiten Montag für den Resub. Woran es liegt? Also ich kann es mir manchmal einfach nicht erklären. Ich weiß nicht, also weil die Inhalte sind halt dieselben wie schon jahrelang. Ich weiß, aber ich habe da halt weiterhin Bock drauf. Aber ich verstehe nicht, warum manche Inhalte gut abgehen und manche nicht. Hier, wie gesagt, am Bound geht halt leider Gottes gar nicht ab, egal was. Hier das Unite-Video auch nur 10.000 oder so. Und das sind eigentlich so Videos, die vorher eigentlich immer recht gut abgingen. Und selbst BeamNG ist manchmal so ein bisschen am Troublen gerade. BeamNG war eigentlich sicherer Klickgarant, muss man ganz klar sagen. War eigentlich immer mit der Intention, BeamNG wird auf jeden Fall was retten. Momentan sind wir so bei 1-2 BeamNG-Videos in der Woche. Ihr seht jetzt auch, diese Woche habe ich jetzt auch mit 2 Videos am Tag angefangen. Das werde ich jetzt auch die nächsten Wochen so durchhalten und durchziehen, dass immer so ein laufendes Let's-Play-Projekt um 12 Uhr kommt. Jetzt aktuell Newstar GP. Das läuft jetzt die Woche, also noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann nächste Woche geht es mit anderem weiter, das ist ja dieser kleine Einblick, den ich machen wollte. Aber ja, momentan bin ich so ein bisschen am Trouble, die Videos so auf 10.000 hochzukriegen. Das klingt für viele viel, aber für die Viewerschaft mit fast 3.000 Subs ist das halt trotzdem nicht viel. Und ja, am Bauen ist, glaube ich, einfach so unbeliebt. Ja, das ist glaube ich, auch, ja, viele Leute haben es halt leider recht schnell links liegen lassen, was sehr schade ist, weil, wie gesagt, erst recht die kommenden Updates ja eigentlich super, super cool werden. Mich freut es natürlich sehr, dass solche Videos hier wie zu Test Drive oder warum was denn hier oben, zu The Crew, das zum Beispiel auch, oder eben das hier, was mich super freut, dass sie so viel Anklang bekommen. Was da auch das Feedback richtig krass ist, Kommentare, Like, Dislike und so Kram, da muss ich wirklich sagen, dass Leute auf sowas Bock haben. Die Videos brauchen natürlich immer ein festes Thema und natürlich auch irgendwas, was bewegt gerade in dem Moment. Am Bonn ist wahrscheinlich einfach das Problem, dass das Spiel einfach schon zu lange draußen ist, jetzt der geile kalte Hunde kommt. Das könnte schon sein, ne? Wir sind hier 2, nicht hier 1, ne? Ja, ist glaube ich echt richtig. Ja, das stimmt leider. Deswegen. Ja, das 14 Millionen View-Video, das kann ich zählen. Hier gibt es das beliebteste, können wir mal ganz kurz reingehen. Hier, das erzählt nicht. Wie gesagt, das Video war auf irgendeiner russischen Webseite eingebettet und hat mir deswegen auch keinen Cent gebracht. Also 14 Millionen, normal hätte ich mich zur Ruhe legen können, aber nee, das hat leider keinen Cent gebracht. Das war irgendwo eingebettet auf einer Webseite. Dadurch sind die Klicks hochgegangen. Die sind leider nicht natürlich entstanden. Ich war immer auch überlegen, das Video einfach zu privat zu schalten oder so, weil ich, wie gesagt, nicht realistisch für den restlichen Kanal finde, weil die anderen Views sind legit entstanden, aber wie gesagt, das Video ist leider so ein bisschen schade, obwohl wir hier immer noch auf dem Weg sind, die erste Mille mit einem Legend-Video zu haben, das wäre schon geil. Muss ich ganz klar sagen. Aber ja, deswegen sind wir gerade so ein bisschen am Schauen hier und da, was wir da ändern können, was ich ändern kann, dass die Inhalte interessanter werden und ja, wie gesagt, diese Autovideos, muss ich sagen, habe ich selber auch Bock drauf, aber da ist dann halt immer Zeit, wie gesagt, ein Geldaspekt. Die werden immer wieder kommen, aber natürlich nur dann, wenn es auch zeitlich leider in den Kram reinpasst, dementsprechend. Aber deswegen bin ich mit meinem Bruder, wie gesagt, hier nebenher auch CO5 gerade am Aufbauen und ja, da sehe ich so ein bisschen die Zukunft drin, die das so ganz ein bisschen noch unterfüttert. Man kann auch sagen, dass CO5 auch mitunter solche Sachen wie die Autoprojekte auch unterstützt, ganz klar. Also da ist auch Budget und so, was überbleibt, was wir jetzt nicht ausgeben für nächste Sachen. Die gehen dann auch gerne mal Autoprojekte oder in privaten Sachen. Wobei wir uns da gesagt haben, das machen wir immer Ende des Jahres erst. Also wir haben uns bisher von CO5 gar nichts ausgezahlt. Das passiert erst zum Ende des Jahres, so ein bisschen weihnachtsgeschenkmäßig. Und ja, da sind wir gerade viel am Aufbauen. Und Thema Kappen, ja, schon zeitnah, aber wir sind dran. Wir sind dran, kann ich so viel sagen. Die nächste wird auch insane geil, das kann ich auch sagen. Die wird was Cooles, muss ich echt sagen. Du könntest mir bei deinem aktuellen Real-Life-Projekt ein Video machen, das würde sicher gut ankommen. Was meinst du mit dem Projekt? Die Autoprojekte, was so aktuell der Stand ist. Ich könnte mal wieder so ein kleines Update-Video machen, das könnte ich mal wieder machen, das ist kein Thema. Was ist eigentlich auf der Website geworden, die auf deiner YouTube-Seite verlinkt ist, die aus Unbound, ich weiß gar nicht, den Link gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, ob jemand die weiter gemietet hat. Hat ja ein Zuschauer, die ja freundlicherweise damals geholt gehabt. Ich hab da ja gar keine Hand drüber. Elite Racer, willkommen im neunten Monat, danke für deinen Resub. Dankeschön, dankeschön. Ja, und das ist das Problem, ich habe momentan halt nicht so das Game, ne? Normalerweise hat man ja, viele andere YouTuber oder Gaming-YouTuber haben so eine Serie, die ihren Kanal ausmacht. Bei mir ist es halt Need for Speed, aber Need for Speed hat halt momentan so
Naja, Höhen und Tiefen. Ich drück's mal liebevoll aus. Und zum Beispiel Away von Pixeln ist ja zum Beispiel die Forza-Serie. Oder eben dann hast du zum Beispiel Ereva oder Co., die halt hauptsächlich Formel 1 bringen und damit super viel Content machen. Und mit den Spielen geht dann auch meist recht viel. Mit Anbauen ist man recht begrenzt, was man damit jetzt so machen kann. Und deswegen hat man eigentlich seine feste Spielserie, die Spielserie, mit der man halt dann arbeitet. Und wie gesagt, die fehlt mir halt aktuell, weil meine Hauptserie Need for Speed mir aktuell wegbricht, weil die einfach nicht krass gepusht wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass dieses Jahr Forza Horizon 6 kommt. Das wäre immer noch, ich hoffe sehr, sehr, sehr auf diese Ankündigung. Die würde mir auch wieder so ein Grinsen im Gesicht bereiten, nachdem ich bei Forza 5 ja nicht super abgehoben habe. Obwohl die DLC und Updates ja aktuell extrem gut sind, bin ich sehr gespannt, ob hoffentlich gleich Forza Horizon 6 diese angekündigt wird. Ich hätte richtig Bock drauf, muss ich echt sagen, ich hätte richtig Bock drauf. Weil, wie gesagt, sonst haben wir momentan, wir haben aktuell kein gutes Game, das muss man wirklich sagen. Und zum Beispiel, was soll ich sagen, Formel 1, das neue Formel 1-Spiel, F1-24, werden wir hier im Stream spielen. Habe ich jetzt schon beschlossen, weil ich will die Driver-Karriere machen mit Schumacher unbedingt. Ich will mit Michael Schumacher eine Karriere machen. Das werden wir aber im Stream machen, weil ich finde das als YouTube-Inhalt, finde ich F1 bei mir nicht so relevant. Und ich würde es gerne als Stream-Thema machen. Und ja, und zum 100. Mal Need for Speed Most Wanted geht wahrscheinlich auch nicht mehr so gut, auch wenn ich persönlich das trotzdem... Ich glaube, das Lustige ist, Most Wanted würde auf dem Channel, glaube ich, immer noch gut gehen, verständlicherweise. Aber solche Modding- und Streaming-Sachen... Modding oder nochmal Let's Play Sachen schiebe ich ja, wie ihr wisst, hier mehr auf den Stream, weil ich es da einfach schöner, angebrachter finde, als den Kanal nochmal mit dem dritten, vierten Lauf des Spiels zuzuknallen. Aber ja. Schau mal an Retro-Spielen zum Beispiel aus 19. Da kommen ab und an mal Videos zu. Wenn ich halt dazu Bock habe, das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Generell Community-Rennen wären geil. GT7, Forza, Breakfast, etc. Ja, die will ich auf Dauer eh machen. Ich will auch eigentlich mehr BeamNG Multiplayer machen, weil da auch super viel Potenzial noch drin steckt. Die Sache ist halt einfach, das zeitlich zu koordinieren, weil du musst halt, also das können wir hier natürlich im Stream machen. Deswegen, ich denke mal, da werden wir auch mal in Zukunft mal ein paar Streams jetzt mal für nutzen, weil ich muss es jetzt eigentlich mal umsetzen. Ich laber die ganze Zeit drüber, mach nicht. Und wundere mich dann, warum es nicht vorangeht. Wenn ich natürlich nichts tue, passiert auch nichts. So Community-Sachen würde ich sehr gerne machen. Ich würde mal gerne mehr Breakfast machen. Ich würde super gerne BeamNG Multiplayer machen. Das bietet sich im Stream halt an und das dann am Ende als YouTube-Video zu verwursten, weil im Stream kann man das alles koordinieren. Man kann euch ja direkt ansprechen. Das ist halt ein bisschen einfacher und dann coole Sachen damit machen, weil BeamNG Multiplayer bietet halt mittlerweile super viel Potenzial. Da muss ich ja noch gucken, wie ich einen Server hoste und so Kram. Aber ja, nicht nur labern, auch machen. Es ist wirklich so. Also normalerweise ziehe ich das wirklich gut durch. Bei meinen Autoprojekten bin ich so. Das können euch Kumpels von mir bestätigen. Ich laber nicht, wenn ich irgendwie sage, ich mache das und das am Auto, mache ich das meist auch. Jetzt nicht unbedingt morgen oder übermorgen oder auch nicht nächstes Jahr. Beim S3 ist zum Beispiel so ein Thema, oh, nächste Woche fährt er wieder. Hab ich ein bisschen verschätzt. aber normal ziehe ich das durch. So. Das muss ich mir jetzt halt mal für solche Sachen auch angewöhnen, weil diese Multiplayer-Sachen hätte ich richtig Bock drauf. Vor allem, wie gesagt, BeamNG. F1 Online-Rennen. Ja, F1 können wir dann sehr gerne machen, weil, wie gesagt, wenn wir die My-Driver-Karriere da machen, dann habe ich da auch kein Problem, wenn wir Online-Rennen hinten dran hängen. Wenn das Online-System gut funktioniert, F1-Spiele sind da ja so ein bisschen wonky, leider Gottes. Deswegen, ich mache mir immer viele Aufgabeziele und aber dann hänge ich da irgendwie und denke, ne. Kommst du nochmal auf ACC zurück oder ist es nichts für dich? Ich werde nochmal ein bisschen reinschauen, aber ich habe auch gemerkt, dass dieses kompetitive Fahren, ich habe es ja ein bisschen gemacht, mein Lenkrad und Simrig. Wir werden mit Simrig auch noch weiter Videos machen, aber ich denke, dieser kompetitive Bereich ist mir zu tryhard. Also mit Low Fuel Motorsport und so. Das macht zwar Spaß. Aber ich glaube, ich würde das dann eher in Community-mäßig machen, also mit euch zusammen. Und da Assetto Corsa reizt mich auch eher gemoddet und eher sowas wie Nohesi und Kram. Das finde ich einfach interessanter. Weil das andere ist sehr viel Übung und sehr viel Zeit, die da reinfließt. Und ich bin halt eher so, deswegen spiele ich ja so viel Arcade Racer, eher Fraktion, ich will jetzt zocken. Ich will mich nicht 20 Jahre darauf vorbereiten, ich will jetzt zocken. Und dementsprechend, ja, da werden wir, denke ich, da werden Multiplayer-technisch eher was damit machen, mit der Community zusammen. Prokrastination, ja, das kann ich sehr gut. Das merke ich tagsüber mehr stark. Ich prokrastiniere momentan wirklich übel teilweise. Also ich habe immer wieder Gedanken im Kopf und so, aber ich komme nicht voran. Einzige, wie gesagt, wo ich mich momentan ein bisschen austoben kann, ist meinem Kopf auch gut, ist CO5, weil ich da halt wirklich kreativ mich ein bisschen austoben kann und viele Ideen umsetzen kann. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, mit sehr, sehr viel Bock und ist mir Gott sei Dank mal gerade mal ein bisschen Abwechslung zu dem, was ich jetzt halt seit 9 Jahren mache, hauptberuflich. Da kann es auch nicht mehr schaden, so ein bisschen Gardinenwechsel zu haben. Oder im Fall von Apoetic Gardinen einfach ganz zu entfernen, aber das kann man entscheiden, wie man möchte, dementsprechend. Mal wieder ein ETS-2-Stream. Schon, ja, aber irgendwie auch gerade nicht. Das ist das Problem.
Ich habe momentan so einen Punkt, wo ich nicht so viel auf so viele Spiele Bock habe. Es gibt ein paar, die ich geil finde, aber ich habe gerade kein Rennspiel, wo ich wirklich so reinsuchten will. Außer MotoGP jetzt, das werden wir heute weiterspielen, weil ich echt Bock drauf habe. Und auch zum Beispiel New Stars GP, das macht halt wirklich Laune, wie scheiße. Aber ich habe halt momentan so einen Hänger, dass ich so alle Spiele so okay finde, ich spiele sie ein bisschen. Aber ich habe gerade so ein Problem, dass ich wirklich auch privat zocke ich gar nicht. Also privat bin ich momentan gar nicht am Zocken. Und auch so langsam geht mir der Spaß am Spielen selber irgendwie flöten. Das ist super schade, weil also ich liebe dieses Medium und ich liebe diesen Beruf. Aber ich habe echt ein Problem, dass mir so ein bisschen der Spaß an allem manchmal flöten geht und das ist nicht gut. Aber ja, wie gesagt, so Multiplayer-Sachen, mehr Community-Ding müssen wir auf jeden Fall machen. Ich muss mich schon mal, wie gesagt, informieren, ob man irgendwie BeamNG-Server irgendwo hosten kann. Wo man die irgendwo, ob man die irgendwo bekommen kann oder so, weil ich, wie gesagt, ich würde super gerne. Ja, genau, diese BeamNG-Download-Sachen gehen super gut im Multiplayer, aber ich muss halt mal Multiplayer einstellen. Ich muss mir auf jeden Fall mal einen Server. Es gibt mal keinen. Oh! Man kann mittlerweile Server mieten. Ha! Huh. Oh, okay. Das ist geil. Okay, gut, das Thema gehe ich dann nach dem Stream an. Ich habe gedacht, es geht immer noch nicht. Aber geil, es gibt mittlerweile Seiten wie Zephosting und so, wo man einen Server mieten kann. Das ist geil. Weil ich brauche ein bisschen Power. Weil wenn ich das auf meinem PC zur Verfügung stelle und hier noch zocke, ist BeamNG Drive mit Multiplayer dann so eine leichte Komponente, wo dann ein bisschen hier Feuer fängt unter meinem Schreibtisch. Und da würde ich gerne drauf verzichten. Aber ja, da werden wir da auf jeden Fall mal reingehen. Aber das werden wir, wie gesagt, mal im Stream machen. Da werde ich auch mal vorher darauf hinweisen, dass ihr da Bescheid wisst. Den werden wir dann auch mal planen. Jetzt gerade ist ja Streaming so, ich mache, wann ich Bock habe. In so einem Fall würde ich das dann ein bisschen vorplanen, dass ihr da auch Zeit habt, dass man da was planen kann. Dass man dann ein cooles Video bei produzieren kann, weil das würde ich ja dann zur Videoproduktion nutzen, legitimerweise. Aber das werden wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, BeamNG Multiplayer ist so viel Potenzial drin und da habe ich auch wirklich Bock drauf. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ich das die Woche schaffe, weil die Woche ist wirklich voll bei mir mit Arbeit. Aber das können wir gerne mal im Kopf halten. Dann machen wir BeamNG Multiplayer bald mal. Wäre das nice. BeamNG kostet ja mittlerweile so viel, läuft eigentlich auch bei vielen Rechnern mittlerweile recht gut. Und BeamNG Multiplayer ist sowieso mittlerweile ja, sehr, ich sag mal, technisch sagen wir mal, optimierter geworden. Muss man ganz klar sagen. Gut. So viel aufs Thema zu diesem Vorwort. Ich wollte das nur einmal kurz losgeworden werden sein. Deutsche Sprache. Ja. Und es ist schon wieder Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr hört, aber mein Ventilator ist an. Es ist schon wieder diese Zeit. Ich sitze hier in kurzer Hose und gehe ein. Es ist wirklich nicht cool. Ich habe jetzt ein paar Tage MotoGP 24 gespielt und muss echt sagen, es ist genial, aber auch extrem schwer. VW vorgestellt und bin immer noch fasziniert, wie empfindlich Trigger-Namen schon bei einem PS4-Controller ist. Es macht einfach einen riesen Spaß, MotoGP zu zocken, was ich auch sagen kann, dass mit den Helferlein wie Lenkbremse spielen und meinen Augen als Motorrad fast zu doll eingreifen. Für jemanden, der kein Rennautospiel-Sache macht, zu empfehlen ist das Spiel. Ah, ist das laut. Mamma mia. So, ja, ich muss mir eigentlich mal eine Klima kaufen, aber irgendwie ist einem das immer zu teuer. Kennt ihr das, so eine Klima? Ach, 400 Euro, oh, viel zu teuer. Satz Felgen für 1.000 Euro? Oh, wo habe ich das Geld denn noch weg damit? Komm, ist doch gut, scheiß drauf. Warum ist meine Capture Card? Ist wieder, dankeschön. Das ist wirklich, man spart immer an der falschen Ecke. Es ist wirklich zum Kotzen, Alter. Sind jetzt eigentlich schon alle Klassen auf dem 24er? Ich kann es euch gerade gar nicht so auf dem Kopf gar nicht sagen. Bin ich jetzt gerade gar nicht so up to date, bin ich ehrlich. Da bin ich leider nicht so up to date. So, ja, wir gehen auf die Karriere wieder rein. X außergewöhnlich. Was ist denn außergewöhnlich? Ja, das wird schon passen. Nächste Runde ist in San Marino. Ah, wunderschön. Da geht's wunderbar rein. Und, das ist unser Fahrer. Na, das sind wir hier wunderbar. In der Moto 2. Meine lieben Damen und Herren, Moto Spiel hat es leider nicht gereicht. Ja, Beziehung zu den Fahrern. Also hinter mir. Mit einem haben wir es ein bisschen verkackt. Schade. Naja. Ja, Motorradentwicklung. Ah, hier können wir die das sollte ich mir vielleicht nochmal anlesen. Dankeschön. Im Laufe deiner Spielkarriere werden dein Team und dein Kollegen das Motorrad an ihrer Leistung im Rennen weiterentwickeln. Auf dieser kannst du die Modifikationen deines Motorrads sehen und sie mit denen der anderen Teams deiner Kategorie vergleichen. Deine Position, der Rangliste und die Beziehung zu den Fahrern als Herrschers beziehen. Den Fahrern als Herrscher. Also bestimmen die Anzahl der verfügbaren Entwicklungspakete. Die Pakete werden automatisch zu Beginn der Mittelsaison und vorhin Test eingesetzt. Also sie werden automatisch eingesetzt.
Wenn du dich in den MotoGP anmeldest, kannst du mit verschiedenen Aspekten der Wirkung interagieren. Und Bereiche, Als führender Werksfahrer kannst du die Qualität. Okay, ich glaube, ich kann hier gar nichts machen, ne? Nee, ich kann hier wirklich nur gucken. Ah, okay. Gesamtentwicklungsphase aktuell neutral zu Kalex und, ja. Bitte was? OnlyFans American Racing Team? Ihr wollt mich verarschen, dass es ein OnlyFans Motorradteam gibt, Alter. Also, ich habe mitbekommen, dass es eine GT-Rennserie gibt, wo OnlyFans ein Team hat. Das habe ich mitbekommen. So weit bin ich noch. Aber es gibt ein OnlyFans Motorradteam in der Moto2. Aber nicht in der MotoGP, oder? Das ist nur die Moto2, wo es das gibt. Aktuell sind wir recht gut Mittelfeld mit unserem Motorrad sogar. Sind also ganz gut dabei. Ja, gibt es. Entspannt, Digga. Ganz entspannt. Okay, gut, gut, gut. Wechselgerüchte. Ein Fenster in die Zukunft. Nach der Sommerpause beginnt die Saison, ob abseits der Rennstrecke gebannt zu werden. Wenn der Markt beginnt, können die Fahrer echt noch mutmaßliche Verhandlungen mit den verschiedenen Teams der Weltmeisterschaft aufnehmen. Die Seiten mit den Wechselgerüchten enthält Neuigkeiten zu den wichtigsten Kandidaten, die in der nächsten Saison den Platz wechseln werden. Die Transferquoten spiegeln das Interesse wieder, sind aber wie immer in solchen Fällen mit Vorsicht zu genießen. Der Markt betrifft alle Klassen. Jede Saison werden die Moto3 und Moto2-Fahrer eine Chance auf den Aufstieg in die höhere Klasse wittern. Aber auch diejenigen, die zurückbleiben, können das Team wechseln, während sie auf den großen Sprung warten. Beförderung und Marktbewegung führen zu großen Veränderungen in den Teams. Ein Fahrer, der mit einem anderen Fahrer den Platz tauscht, ohne Bike dastehen und sich zurückziehen, ohne nach einer Auszeit wieder zurückkommen. Die MotoGP ist ein Theater, in dem nur wenige Spiele spielen können. Okay, Big Dick Alex, willkommen, 36. Monat. Dankeschön für, ja, 3 Jahre Support. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, wir haben aktuell keine Transfergerüchte. Okay. Ja, ist tatsächlich ein Sponsor. Ganz entspannt, Digga. Wir haben 2 neue Nachrichten. Und wir können auf 2 antworten. Da haben wir echt, oh, da hab ich die Stimmung verkackt. Okay, Lukas Prater hat ein Rennen im Motor gewonnen, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird sicher die Zeit mit Vergleichen und Vorhersagen verschwendet. Toll, was kann ich ihm antworten? Du kannst deinen ersten Sieg nie genug feiern. Anstatt dich für das Team zu freuen, bist du hier drüben und machst dich lustig, sehr professionell. So nämlich, du Arsch. Ey, der Dreck, kein scheiß nächstes Rennen, kriege ich einfach einen Tritt in den Rücken an der ersten Kurve. Gut, ich kann immer nicht glauben, dass ich in Misano hinter Lukas Prater habe. Ich muss echt aufholen. Es war ein gutes Rennen, wir müssen uns darauf konzentrieren, diesen Abstand im nächsten Rennen zu halten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, vor den direkten Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Ich möchte in jedem Rennen mehr Konkurrenz haben. Hoffentlich wird im nächsten Rennen nicht langweilig. Ey, wir machen uns richtig gute Laune. Ich sage dir, mit dem Mann verkacke ich es mir jetzt richtig. Da. Gott, der ist jetzt so richtig, der ist schrecklich. Er ist nicht mehr nur negativ, er ist schrecklich mit mir. Er hat gar keinen Bock mehr auf mich und mein Motorrad und mein Team. Okay, gut, wir gehen in die nächste Runde. Es geht rein nach wunderbar. Es müsste Italien sein, ne? Oder? Ja, glaube ich mal. Roman, willkommen 17. Monat. Danke für den Resub. Einen schönen guten Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Beim nächsten Rennen wird dir einfach ein Bremsschlauch durchgehen. Ich habe auch ein böses Gefühl, dass das ganz schief da hinten losgehen könnte. Du kannst hoffen, das Abenteuer in einer neuen Kategorie auf die bestmögliche Art und Weise beginnen. Die hohen Ansprüche sollen in Fahrerlage und ein Ziel auf einem Teamkollegen demonstrieren. Wir sind ja nebenbei Erster geworden im Rest. Ne? Wir waren schon ziemlich geiler Typ, wollte ich sagen. Das passt soweit alles. So, erstes Training müssen wir fahren. Zweites Training auch. Müssen wir das zweite Training fahren? Fuck, welches der beiden Training brauchen wir nochmal, um direkt in Q2 reinzukommen? War es Training 1 oder Training 2? Das war ja was. Eins der beiden Trainings müssen wir ja fahren, um uns theoretisch für Q2 zu qualifizieren. War das T1 und T2? Kurz die MotoGP-Fans hier. Ich habe nämlich gerade wieder. Ich mache nämlich sonst wieder einen Fehler wie letztes Mal. 2, glaube ich. Das zweite. Training 2. Okay, dann können wir Training 1 hier außen vor lassen. Dann fahren wir nur am Samstag. Okay. Gut. Training 2. Okay, perfekt. Gut, das wollte ich wissen, weil wir brauchen ja nur ein Training. Weil wir sind so hochbegabt, wir brauchen kein weiteres. Ich sage jetzt, es ist Training 1 gewesen, am Ende habt ihr jetzt wegen mir Training 2, ja. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, aber es wird schon gut gehen. Guten Morgen aus Misano. Misano. Wir sind live beim dritten Training der Moto2-Klasse dabei. Nur die ersten 14 Fahrer der kombinierten Wertung kommen direkt ins Q2. Alle anderen werden um die 4 verbleibenden Plätze im Q1 kämpfen müssen. Der ist ja vorzieht. Und der Wetterbericht sagt klares Wetter für den Rest des Tages voraus. Ich mag seine Stimme. Der österreichische Akzent, der ist einfach, das ist einfach freundlich. Da habe ich richtig Bock auf den Kaiserschmarrn, das sag ich dir. Kruzifix. Tja, dich werde ich nach diesem Rennen auch wieder feuern. Freu dich nicht so früh. Ja, ich feuer dich. Einfach so. Und das ganze Geld stecken wir uns ein. Der kriegt keinen Cent, der Mann. Gut, so, die ersten 14 kommen wir weiter. Wir sind auf Soft-Soft. Ne, sind wir auf Soft-Soft? Ne, wir sind auf Soft-Soft. Doch, Soft-Soft. Soft-Soft. Gut, wir gehen mal rein. Ich habe seit dem letzten Stream auch nicht mehr gespielt. Heißt, wenn ich jetzt in der ersten Kurve komplett abfliegen sollte. Wisst ihr warum? Die Mechaniker schieben das Motorrad aus der Box und der Fahrer ist mehr als bereit.
Nee, mehr als breit. Entschuldigung. Ich bin grundsätzlich Komasäufer vor Rennen, weil das mich ein bisschen runterkommen lässt. Das ist eine ganz wichtige Attitüde. So, jetzt müssen wir mal wieder reinkommen. Wie gesagt, ich habe es letztes Mal auf dem letzten Stream gespielt und seitdem andere Rennspiele mit 4 Reifen gespielt, was echt nicht immer gut ist fürs Training. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was ich hier wieder so reißen kann. Ich muss mir wieder die Vorderradbremse ein bisschen angewöhnen, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich sonst hier nicht rumkomme. Da wurde ich, habe ich ja letztes Mal einen Hinweis bekommen. Anker auch mal ein bisschen vorher, Lukas. Dann kommt da auch mal dein Bike schön mit dem Arsch rum. Das wollen wir ja. Wir wollen ja eine schöne Einlenkerfahrung haben. Und wichtig, Ziel ist ja nur Top 14, damit wir uns Q1 einfach checken können. Das wäre einfach optimal. Ist einfach immer geil, dass du bei jedem scheiß Gang bist. Bam, 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 immer so gefühlt erstmal Feuerwerk hinten errichtest. Finde ich sehr positiv. Sollte grundsätzlich immer so sein. Bei jedem Fahrzeug, egal was. Traktor auf dem Feld, bam, Feuer, bam, Feuer, bam, Feuer. Einfach so. Ist einfach ein bisschen Feuerwerk. Finde ich besser als Feuerwerk an Silvester. Ich sage, wie das. Oh, oh, oh. Ja, okay. Ist die erste Trainingsrunde. Das wird gleich in Runde 2 noch besser. Macht euch mal keine Sorgen. Das ist die gerade. Ich fahre mich gerade wieder ein. Ich fahre mich, wie man so schön sagt, ich fahre mich warm. Muss ich gar keine Sorgen machen. Nächste Runde läuft das hier wieder. Oh Gott. Ja, das. Ja. So, hier schön rein, wunderbar. Was sagst du zum neuen MotoGP-Reglement? Da bin ich der Falsche, um da zu fragen. Ich sag, ich habe keine Ahnung, was sich geändert hat zum alten. Ich weiß ja nicht, was das alte war, das ist das Problem. Ich spiele MotoGP 24, weil mir das Spiel Spaß macht. Nicht, weil ich mit der MotoGP irgendwann anfangen könnte. Bin ja leider sehr raus. So doof das klingt. Also leider habe ich mit der echten MotoGP nicht viel am Hut. Ich bin da leider sehr eher F1-affin. Das Runde war schon mal scheiße. Wenn wir wieder ein bisschen rein. Gott. Also in der ersten Kurve, ist das wirklich so? Du kommst hier an, das Bike so. Wir lenken. Komm mal nicht, lenken machen wir nicht. Aber besser. Ja, ideal, nehme ich trotzdem noch. Ich drück's mal liebevoll aus, sehr weit off. Bin ich mit zu spät aufs Gas. Oh, hier bin ich zu lange auf der Bremse. Was sagst du zum Norris Win? Absolut geiles Rennen gewesen. Das Rennen von Norris, wirklich, wie gut der McLaren da funktioniert, ist wirklich insane, muss man sagen. 12 Tipps fürs Motorradfahren. Zum einen musst du viel früher einlenken, da Motorräder keine Lenkung haben. Vor allem fährst du in Ego-Perspektive deutlich intuitiver. Ja, aber ich kann in der. Nimmst du nicht übel, in der Ego-Perspektive kriege ich ein Motorradspielen Übelkeit. Das geht für mich nicht. Ich finde die so derbe unruhig, das geht für mich nicht. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ich bin leider bei Motorradspielen. Die Ego ist cool, ich finde sie nice to have, aber ich kann damit nicht spielen. Ich verliere komplett die Übersicht. Verliere komplett die Übersicht. Und intuitiver ist schwierig, wenn man noch nie auf dem Motorrad gesessen hat. Ich habe keine Intuition. Ach, ich hab's kommen sehen. Weil ich unbedingt in der Liegeposition bleiben wollte und mir dachte so, aber bremsen kann ich jetzt trotzdem mal. Das ist eine ganz dumme Idee, wie wir herausgefunden haben. Liegen. Oh, ich komme nicht hoch vorher, ne? Jetzt, doch, alles gut. Alles easy. Ah, sehr gut. Okay, das war besser. Aktuell sind wir nur noch Sechster. Der letzte Sektor ist, glaube ich, ganz geil gewesen. Sogar jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade mal so mich selber loben darf. Letzter Sektor war gut. Ah, wieder P1, sehr gut. Okay, komm, 2 Runden reichen erstmal. 2 Runden reichen, das war ja auch super solide.
Das war echt nur okay, Alter. Die Regie zeigt uns die Box. Ah. Das Team darauf wartet, dass der Fahrer zurückkommt. Zurückkommt, wunderschön. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Das machen wir mal, ne? Ein bisschen vorspulen, meine Damen und Herren. Halbe Sekunde gerade Vorsprung. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier, ne? Gucken, ob sich da noch was ändert. Weil wieder P14 müssen wir reichen, dann reicht's. Dann kommen wir ins zweite Qualifying direkt. Aktuell ist die KI noch nicht auf so einem Level. Wir spielen ja mit der adaptiven KI, dass sie mir noch groß Wasser reichen kann. Kommt überhaupt mal ran jemand? Die halbe Sekunde bleibt die ganze Zeit stehen. Was ist denn das? Ja, dann können wir auch Feierabend machen, ne? Feierabend, kräftig, deftig, wie deftig gut hier. Okay, gut, hat gereicht. Mit dem Ende des Trainings haben wir auch die Namen der 14 Moto2-Fahrer, die direkt in die zweite Qualifying-Session gehen. Gut, sind wir direkt drin. Wie gesagt, adaptive KI, die muss noch an sich ein bisschen adaptieren. Dass ich so Erster werde, ist natürlich nicht legitim. Wir wieder von der Rennstrecke. Ach, wunderbar. Vor dem Start des zweiten Qualifyings der Moto2-Klasse. Die Fahrer sind bereit, nur noch wenige Augenblicke, dann erleben wir ihren Kampf um die Rundenzeiten. Gut, da sind wir. Da sind wir doch. Da sind wir dabei, das ist prima. Ach, siehst du, ich habe meinen Ingenieur schon wieder gefeuert. Das ist wieder ein anderer Typ. Ich hab's ja gesagt, der Typ bleibt keine 2 Minuten hier. Den schmeiß ich direkt raus. Den Mann. Der kann, hab ich gar keinen Bock drauf. Eine dieselbe Person, 2 Sessions hintereinander für mich arbeitend. Wo kommen wir denn da hin? Rauswurf heißt das nämlich. Erstmal schön, da kann er sich mal ein anderes Team suchen. Motorrad und wird gleich losfahren. Gut, die Kommentare hätte man sich jetzt sparen können. Echt? Nee, ich dachte, ich schubse das Ding jetzt auf die Strecke und kick's einfach mit dem Fuß um, weil ich keinen Bock hab. So nämlich. So, frische Reifen drauf. Ich habe gedacht, ich hätte genug gebremst. Überraschung! Hab ich nicht. Ist jedes Mal so, wenn du hier denkst, du bremst früh genug, dann bremst du nicht mehr früh genug. Oh Gott, wie früh ich damit rein kann. Okay, ich muss echt viel mehr bremsen. Viel mehr und früher bremsen. Da liegt ja richtig Potenzial auf der Strecke. Hier aus dem Exit nicht ganz so gut rauskommen, sieht man, dass die Vordergruppe da ein bisschen wegziehen konnte. Oh, ganz erstaunlich gut, was ich hier gerade abliefe. Bin ich gerade happy sogar ganz mit. Aber muss halt wirklich sagen, ich komme MotoGP 24 so viel besser immer mit den Bikes rein als in den Vorgängerteilen. Das ist wirklich Wahnsinn, was für einen Unterschied das für mich macht. Auch wenn ich natürlich mit Fahrhilfen wie ein Wahnsinniger fahre, aber. Ich spiele ja normal auch keine Motorradspiele, dementsprechend lasse ich mir das einfach mal. Das nehme ich mir mal mit raus. Spielspaß ist mir wichtiger als Realismus. Ich meine, mein Hauptspiel ist Need for Speed, kommt mir jetzt nicht damit, dass ich irgendwie einen Shit auf Realismus geben würde. Falscher Kanal, Leute, das wisst ihr wohl selber. Oh, shit, das wird mir. Ja. Oh, jetzt haben wir hier viel Verkehrschaos. Problem ist, ich habe noch keine, wie ich jetzt hier. Außen rum, easy. Ich finde uns unser Bike irgendwie am Farbenfrosten. Hier ist gerade irgendwie alles ganz schön schwarz-rot. Das ist ganz schön langweilig. Wow. Spielspaß sollte immer im Vordergrund stehen, finde ich. Ey, das ist wirklich. Ist aber, glaube ich, super schwierig, wenn du YouTuber oder. Ich bin der Einzige, der die Linie halbwegs getroffen hat diesmal. YouTuber oder Streamer bist. Leute haben immer ein Problem damit, wenn du Spiel auf zu einfach spielst. Das ist ja grundsätzlich so ein Ding. So, wenn ein Streamer oder ein YouTuber nicht auf schwer spielt, was ist er dann überhaupt? Der macht das doch hauptberuflich, der soll doch mal mit klarkommen. Und ich gehöre wirklich zu den Leuten, die halt wirklich einfach Spiele also so einstellen, wie ihnen Spaß machen. Ich spiele irgendwelche Rollenspiele auf leicht, weil ich weiß, wenn ich auf höheren Schwierigkeiten spiele, mich höchstens ich die Kämpfe frosten könnten, ich aber einfach das Spielerlebnis mitnehmen will. Und ich spiele Spiele, also bei mir ist wirklich hauptsächlich aus Spaß. Ich spiele Spiele selten, muss ich fairerweise sagen. Herausforderungsgründen. Gibt ein paar Games, wo ich da Bock drauf habe, aber im Allgemeinen spiele ich Spiele nicht, weil ich sie da als Herausforderung haben will, sondern ich spiele. Ich spiele Spiele hauptsächlich einfach, weil ich Spaß dran haben will, weil ich ein bisschen runterkommen will.
Und da habe ich irgendwie mehr Spaß dran. Es gibt ein paar Rennspiele, wo ich ein bisschen höher stelle, die Schwierigkeitsgrad, aber das liegt dann halt einfach nur an meinem, das muss jetzt mal ganz kurz abgehoben klingen, an meinem Skill-Level, weil ich halt einfach schon ein paar Jahre Spielzeit in Rennspielen habe, so halbwegs wie ein Auto funktioniert. Und da muss ich den Schwierigkeitsgrad natürlich dann einfach höher stellen, um das irgendwie dann eine Herausforderung zu haben und nicht vorne wegzufahren. Aber in allen anderen Spielen, wo ich weiß, ja, mache ich mir jetzt nicht viel kaputt. Auch zum Beispiel die Mass Effect-Spiele, habe ich super gerne gespielt, aber da war mein hoher Schwierigkeitsgrad immer scheißegal. Ich wollte hier wegen der Atmosphäre und der Story habe ich die gespielt, hauptsächlich. Und deswegen zum Beispiel so Dark Souls und so sind auch Spiele, die für mich einfach keinen Reiz haben. Die ganze Zeit auf die Fresse zu fliegen und so ist für mich einfach so maximal unsatisfying. So eine Sache, auf die ich wirklich so gar keinen Bock haben würde. Also wenn ich auf irgendwas keinen Bock hätte, dann zu 1000% die ganze Zeit nur auf die Fresse zu kriegen, das könnte mir ein Spiel könnte mir nicht weniger geben. Ich sage euch, wie es ist. Es könnte mir nicht schlechter gehen. Ist wirklich so. Der Fahrer kommt in die Box, um mit seinem Team das weitere Vorgehen zu diskutieren. Stimmt, BeamNG ist realistisch, fairerweise. Halbwegs. Bei den Terminals, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Was ist dir wichtiger, Story oder Grafik? Ja, das ist ja mal ein wilder Vergleich, Bruder. Story und Grafik sind aber zwei, finde ich, sehr verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, hauptsächlich Story würde ich dann eher sagen. Ich glaube, in dem Fall würde ich dann eher Story sagen, weil auch mit einer nicht so guten Grafik kann man mit einer geilen Story mich trotzdem voll ins Spiel reinholen. Bin ich ehrlich. Ich glaube, dann wäre mir die Story wichtiger. Ich mag zwar sehr gute Grafik, bin ich großer Fan von, aber ich ziehe sehr, sehr viele andere Sachen meist vor. Ich ziehe Gameplay vor, Fahrverhalten, also ich ziehe grundsätzlich super, super viele Sachen eigentlich vor Grafik vor, muss man einfach sagen. Ich finde da andere Sachen einfach wichtiger. Der Elden Ring ist überhaupt nichts für mich, Digga. Okay, aktuell sind wir Dritter, wir spulen mal ein bisschen vor, wir haben nur noch Vierter. Wir spulen mal ein bisschen vor, ich will mal gucken, so Top 10 wäre eine gute Startposition, wo ich mit Fallen mit wäre. Ich glaube, es dürfte sogar aufgehen, wenn wir Glück haben. Ja, vierter Platz ist okay, damit kann man anfangen. Auch das zweite Moto2-Qualifying endet hier. Die Platzierungen, die Sie auf dem Bildschirm sehen, entsprechen den morgigen Startpositionen der Fahrer. Ich weiß, ich kenne aber viele Spiele, die Spiele wegen der Grafik kaufen. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es ist das Erste, was du im Auge mitnimmst. Aber wie gesagt, ich bin halt ganz klar, ich habe viele Sachen, die da vorgehen. Der Rest muss natürlich taugen. Also wenn der Rest scheiße ist, dann akzeptiere ich auch schlechte Grafik in dem Fall natürlich nicht. Natürlich habe ich bei je nach Spiel natürlich einen gewissen Anspruch. Bei einem Forza erwarte ich, dass es gut aussieht. Bei einem Gran Turismo erwarte ich, dass es gut aussieht. Bei Need for Speed auch. Weil das einfach AAA-Spiele sind, die auch eine gewisse Entwicklungshistorie dahinter haben, wo ich dann einfach sehe, ja, das sind große Entwicklerstudien dahinter. Da erwarte ich einfach, dass die Performance der aktuellen Konsolen nutzen. Meine persönliche Präsentation im Spiel ist für mich wie folgt. Gameplay, Musik, Story und Grafik ist ganz am Ende. Und Musik so wichtig für dich? Echt? Aber okay, Musik, guter Soundtrack, hast schon recht. Ja, stimmt, ja. Du hast schon recht, ein gescheiter Soundtrack macht schon viel Spiel aus. Das vergessen aber viele, ne? Ein guter Soundtrack und auch Autosound, so finde ich, machen so viel an Vibe aus. Das ist schon richtig, stimmt schon. Guten Morgen und willkommen beim großen Preis von Misano. Wir sind live an der Bei den Terminals, vielen Dank, Dankeschön. Oh, wenn Himbeer Vanille Eistee. Gute Wahl. Bester Eistee, den er kaufen kann. Ich sag dir das. Ist wirklich geil. In wenigen Sekunden wechseln wir zur Hauptgeraden und sehen uns den Start des Moto2-Rennens an. Wir sind an der Startposition, wo bald die Lichter zum Start ausgehen werden. Das Wetter ist gut, die Temperaturen sind alles andere als extrem. Doch die Reifenabnutzung wird einen wichtigen Faktor im heutigen Rennen spielen. Deswegen verwenden viele Fahrer vorne und hinten eine mittlere Reifenmischung. Okay. Wir fahren mittel, alles Klärchen. Cooles Setup, ja. Here we go. Jetzt hat er auch auf Mittel schon gestellt. Guck mal an, so muss es nämlich. Wunderbar. Peko, willkommen 38 Monate. Danke für den Resub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen in unser nächstes Rennen. Rennen Nummer 2 hier in Misano. P4 Startposition. Wir haben, denke ich mal, eine ganz gute Möglichkeit, um hier mitzumischen. Mittlere Reifen, das passt soweit alles. Wir sind bereit für Action mal. Hier auf dem Misano. Zweites Rennen in der Moto2. Der Grand Prix von San Marino geht gleich los. Wir versuchen hier unsere aktuelle Meisterstation vielleicht zu verteidigen, das wäre ganz geil. Schauen wir mal. Ah, oh, schlechter Start. Ja, doch noch gut weggekommen. Oh, sehr gut weggekommen sogar. Ja, nur schlechte äußere Linie, jetzt muss ich ein bisschen aufmachen. Aber trotzdem, oh doch. Gute Startphase erwischt. Wie gesagt, die adaptive KI, die brauchen wir ein bisschen. Die müssen wir erst noch trainieren, aber
Okay, Startphase lief gut. Bin gespannt, was das neue Radio im Vor 2005 im nächsten Update kann. Ich hoffe auf so ein 80s, 90s Radio, weil ja dieses bisschen Synthwave und so ein bisschen Retro-Charme da reinkommen soll, so wie ich es jetzt aus dem Update da so rausdeute. Hätte ich Bock sogar auf so ein 80er, 90er Radio in Forza, hätte ich richtig Bock drauf, Alter. Oder einfach ein ganzes Radio mit Phil Collins, wäre ich auch komplett mit. Phil Collins, Genesis als Radio, fertig. Mehr brauchen Spiel nicht. Das ist es. Okay, führen wir, sehr gut. Wir können es auch sogar ein bisschen absetzen hier. Gut, zwei hier einfach mal schön extended. Okay. Es haben ein paar extended, drücken wir es mal so rum aus. Lopez ist auf jeden Fall rangekommen gerade. Und nicht nur rangekommen, oh, yo. Jetzt habe ich jedes Mal, nach Ende der ersten Runde, habe ich einen der Fahrer, der dann plötzlich warm wird und dann auch mal merkt, oh, warte mal, ich kann ja auch den Kurve komplett verkackt, den Gashahn komplett aufdrehen und jetzt wird der nette Mann da nämlich wegwandern. Stewards sind auch normal, nicht auf Strengen. Weil auf Strengen fand ich die immer ein bisschen anstrengend und deswegen habe ich die auf normal gestellt, das reicht im Normalfall ganz gut. Er fährt aber auch keine optimale Linie, sieht man nämlich hier. Können wir jetzt gerade ein bisschen aufschließen. Ob ich hier irgendwie noch rankomme an ihn. Sehe ich Motorradreifen in. Oh, hier bin ich gut rausgekommen, hier bin ich gut rausgekommen. Komm. Yes, yes, yes. Oh, der Exit war geil. Der Exit war richtig lecker. Dafür war der Entry hier nicht so geil. Da werden wir wieder den Platz abgeben müssen, ne? Nee, doch noch nicht. Komm, gegenhalten. Ach, zieht da außenrum vorbei. Jo, okay. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen sehr weit extenden. Scheiße. Oh, komm schon. Unser Teamkollegen zu besiegen, da sind wir auf einem sehr guten Weg hingegen. Da macht es gar keinen Stress. Unser Teamkollege ist nicht wirklich eine Konkurrenz für uns. Deswegen beleidige ich ihn auch durchgängig, weil ich mir das Recht rausnehmen darf. Als baldiger Nummer 1 Fahrer. Okay, muss ich P2 jetzt hier auch abgeben. Nee, da werde ich auch nicht kontern können. Ja, leichter Schubser. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Warnung kriege. Bisher ist, glaube ich, noch alles gut. Bisher haben die Stewards noch nicht überprüft. Mein Glück. Ja, jetzt durch den Zweikampf haben wir natürlich nach vorne vollkommen abreißen lassen. Erste Drittel des Rennens haben wir. Auch wieder keine guten Linien war. Ich muss hier ein bisschen in den Flow reinkommen. Das kostet mich gerade Zeit hier alles. Komm schon. Da hat er die Kurve nicht gut genommen. Da sind wir schön rangekommen. Ach, wie geil. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass er sich dann umguckt. Hopp, da gab es einen Unfall. Das ist ja eine geile Mechanik, dass er sich dann wirklich umguckt, um zu schauen, wo ich bin. Das ist ja ultra geil. Okay, das ist das schönste Teil. Jetzt schlagen wir hier aus. Yes, yes, yes. Oh, das ist ein sehr schöner Zweikampf hier um P1. Alter, das macht ja gerade richtig Bock mit ihm hier. Ah, er wird eben wieder Konter. Wow. Oh, er hat aber wegen Streckengrenze kriegt eine Warnung. Deswegen hat er mich überholt. Der Mann hat extended. Aha. Naja, wenn das nicht mal irgendwann einen Ärger gibt hier. Und schön dranbleiben.
Kurve verkacke ich immer leider ein bisschen. Das kostet mich echt viel Zeit immer. Gut, erste Rennhälfte haben wir rum. Müssen wir jetzt hier in der zweiten noch ein bisschen uns verbessern. Da war der Hinterreifen weg. Könnte ich nicht so früh aufs Gas, mir lieb gewesen wäre, weil da hätte ich echt kurz rausholen können. Oh, da ist er sehr weit rausgekommen. Ah, anscheinend noch nicht über die Linie. Komm schon. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ich habe 25% oder irgendwie so Kram. Kurzes Rennen. Ich will ganz entspannte kurze Rennen machen. Ich spiele das Spiel sehr arcadig. Ich drück's mal so rum aus. Nächster Unfall. Oh, bisschen weit wieder. Die Kurve da verkacke ich gerne mal. Ah. Ja, P1 wäre hier locker drin, wenn ich ein bisschen weniger Fehler machen würde. Ich bin ein bisschen manchmal die Kurven ein bisschen auf Scheiße fahren. Das kriege ich auf jeden Fall einmal. Nee, doch nicht. Okay. Oh, Scheiße. Hahn hat vollkommen verkackt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht noch P2 deswegen verliere, weil jetzt gerade häufen die Fehler sich ein bisschen. Mal wieder ein bisschen in den Flow kommen. Dieses Jahr ist das Fazit auch sehr einsteigend. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, das habe ich auch schon gesagt. Ich bin ja normal sehr wenig mit Motorradrennspielen unterwegs, weil ich eher auf Vierreifen unterwegs bin. Und ich fand auch die Einsteigerhürde bei den letzten MotoGP-Teilen immer ein bisschen tricky. Ich kam irgendwie immer nicht damit klar. Und hier bei 24 bin ich mich schnell am Einfahren. Ich habe zwar immer noch so meine Problemchen. Ich meine, gut, dass ich es gerade exakt deswegen zeige. Aber allgemein finde ich die Einsteigerhürde deutlich geringer. Jetzt können wir natürlich meinen, hier, das ist ja kacke, weil das Spiel soll realistisch sein und keine Arcade Racer. Aber ich finde es eigentlich nicht ganz geil, weil einfach mehr Leute damit Spaß haben können. Weil ich. Wow, man muss grundsätzlich sagen. Autorennspiele haben grundsätzlich eine relativ geringere Einsteigerhürde als Motorradspiele, weil eben das Fahrverhalten weniger predictable ist. Ich will mal gucken, dass ich hier irgendwie P2 halte, aber das wird noch knackig in den letzten beiden Runden. Oh, Scheiße. Oh, er ist gerutscht. Er hat sich langgelegt. Nein, und ich mache hier einen Fehler. Scheiße, Alter. Jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Er ist ausgeschieden. Er ist ausgeschieden. Boah, jetzt bin ich hier aber gerade. Boah, Junge, was ist denn gerade los mit meiner Linie? Nightmare habe ich aktuell keinen Bock, nicht so Bock drauf. Ich warte auf finale Spiel jetzt am Ende, weil, wie gesagt, das aktuelle ist sehr grindy und die Progression ist noch nicht so final. Da werden wir uns dann im finalen Spiel dann anschauen, wenn das Finale rauskommt. Ich denke, in den Videos, die wir gemacht haben, haben wir ganz guten Eindruck bekommen. Boah, Junge, der ist hier gerade, aber die Kurve macht mir gerade richtig Stress, ey. Die meisten wollen mit Motorradbremsen im Auto. Ja, das ist das Problem. Das bin ich ja auch gewohnt. Ah, ist so schade, dass wir hier. Er legt sich da. Lopez legt. Ich glaube, es muss Lopez sein. Legt sich lang. Und ich profitiere. Ey, was ist denn mit der Kurve hier gerade los? Ich bin gerade überhaupt nicht mehr den Bremspunkt empfinden. Und habe jetzt überhaupt nicht davon profitiert, weil ich wegen seinem Fehler mich so irritieren lassen habe, dass ich hier. Ey, Bike, bei Gott! Ach, die Beinkörper, du weißt, wie der. Ne, der Wirkungsstand, keine Ahnung. Der gibt ja immer wieder Updates. Davon einfach gucken auf Twitter und so. Ich komme hier nicht rum. Das gibt's nicht. Warum habe ich die Kurve die letzten Runden denn geschafft? Boah, Junge, jetzt lasse ich hier gerade aber Federn. Scheißdreck, ey. Das wäre gerade locker der Rennsieg gewesen. Ach, schön, meine Reifen sind im Arsch. Jo, ich merk's gerade. Das erklärt natürlich, meine Reifen sind runter. Oh, das erklärt, warum das Ding momentan so schmierig in den Kurven agiert. Ich habe mich schon gewundert, warum das Bike sich so derbe anders fährt. Aber ja, der Reifen erklärt es natürlich jetzt. Ich habe überhaupt keinen Grip, Alter. Ich gehe genauso an dieselben Stellen in Bremsen und komme nicht rum. Oh. Ist so schade, weil ich hier theoretisch jetzt einen Rennsieg holen könnte, nachdem er sich da gelegt hat. Ich hoffe, dass die 30 hier in der letzten Runde jetzt noch ein bisschen in die Quere kommen. Tun sie sogar.
sogar auf P2 uns vorbeischieben, wenn 2043 die dritte, oder wie war das, ne? So schön. Gucken wir, ob wir vielleicht hier noch auf P1 sogar angreifen können. Oh, mein Hinterreifen ist wirklich Katastrophe. Und, was hier jemand auch richtig angemerkt hat, er ist... Oh, was ein Überholmanöver. Oh, okay, das war jetzt ganz schön lecker, aber mein Hinterreifen ist meist die ganze Zeit ganz schön scheiße und kalt und abgenutzt. Ich komme hier nicht zum Stehen, ne? Boah, das war aber, das Überholmanöver war trotzdem sehr lecker, auch wenn das wirklich Glück war, aber schön links, rechts vorbei und dann wow! Ja, klar. Warum statt einen Körper eine Rampe dahin bauen? Ich hätte mich auch für eine Rampe entschieden. Okay, hier fahren wir nicht drauf, der Körper ist bullenhoch. Power auf 2 stellen, drosselt ein bisschen die Motorleistung. Das machen wir nicht, hier wird gar nichts gedrosselt. Echte Männer mit Feuer und mit voller Leistung. Komm schon, Rennsieg Nummer 2. Hier, komm, gib ihm. Die Rennen machen aber ultra Bock, muss ich wirklich sagen. Der Unterhaltungsfaktor bei den Rennen ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Na Gott sei Dank haben die auch schon abgeschlissene Reifen. Mein Hinterreifen ist wirklich im Arsch, Alter. Holy shit, ist der runter. Oh, das ist die Grasnarbe, die sollte ich in Ruhe lassen. Okay, letzten Kurven, komm. Komm, Rennsieg Nummer 2. Ich will meinen Teamkollegen verspotten. Den Mann will ich komplett runterreden. Niemand kriegt rechte Laune von mir ab, als außer er. Okay, letzte Kurve noch. Oh ja, da ist Rennsieg Nummer 2. Geil. Hart erkämpft. Vor allem gerade das Überholmanöver zum Ende. Den war nochmal richtig insane. Mein Hinterreifen ist komplett im Arsch. Aber hey, Sieg ist Sieg. Bam. Geil. Gleich schalten wir live in den Parc Fermé für Interviews mit den Fahrern, die auf dem Podium gelandet sind. Bis dahin können wir uns die Endwertung dieses Moto2-Rennens ansehen. Wann kommt wieder ein WRC-Video, so lohnen die sich zu wenig? Ja, das ist mitunter der Grund. Die sind recht zeitaufwendig, weil ich immer davor ein bisschen üben muss, weil die WRC-Videos halt, ja, das Spiel ist sehr anspruchsvoll. Und dementsprechend, es kann sein, dass die mal nächste Woche oder so mal wieder reinschreuen, weil ich habe an sich schon Bock aufs Spiel, aber ich kann es nicht garantieren. So, damit aktuell P1 in der Meisterschaft weiterhin. So muss es laufen. Teamwertung auch Erster. Ne? Nicht dank meinem Teamkollegen, weil man muss sagen, wenn man unten guckt, 50 Punkte sind von mir, 3 sind von ihm. Jetzt kann man sich ungefähr überlegen, wie fair das ist, dass überhaupt mein Teamkollege genannt werden darf. Aber na gut. Wir sind zurück im Parc Fermé mit dem Sieger, der uns heute ein perfektes Rennen gezeigt hat. Zusätzlich zum Sieg hat dieser junge Mann Punkte erzielt, die für die Weltrangliste sehr wichtig sind. Sehr wichtig. Wunderschön. Das ist kurz die Fix. Das ist der Wahnsinn. Wie konnte dieser Mann das wohl alleine schaffen? Belohnung. Beenderennung. Oh, hier, es gibt richtig Punkte. Gut, wir haben wieder eine Nachricht. Wieder von meinem Teamkollegen. Nee, leider nicht. Okay. Das gute Ergebnis von Lukas Braschmier hat nicht den großartigen Job des gesamten Teams. Wir müssen es einfach besser machen und am Red Bull Ring vorne landen. Das Team und ich sind zufrieden, aber wissen, dass wir den Fokus nicht verlieren dürfen, weiter hart arbeiten müssen. Das Rennen lief gut. Zu wissen, dass ich es geschafft habe, meinen Kollegen ein bisschen zu ärgern, ist eine gute Motivation für das nächste Rennen. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich es mir mit jedem verkacke, aber wir legen es einfach mal voll drauf an. So nämlich. So machen wir das nämlich. Gut, Bikeentwicklung. Oh. Negativ zu Kalex-Fahrern. Beziehung. Negativ. Naja. Gut, Fahrerlage ist mittlerweile auch, das wird immer besser. Es wird immer mehr Rote.